Was überzeugt dich eigentlich an der Heimtheorie? Was macht dich so sicher, dass sie richtig ist? Diese Frage bekomme ich des Öfteren gestellt. In diesem Video möchte ich euch 10 Gründe nennen, warum ich die Heimtheorie erstens für richtig halte und zweitens auch noch für besonders wichtig halte. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Burkhard Heim bzw. seine Arbeit steht in einem Spannungsfeld zwischen einer Physik, die in der Sackgasse steckt und dringend nach einem neuen Modell verlangt, einerseits und andererseits einer eigentlich gesunden, häufig aber übertriebenen Skepsis gegenüber einem neuen, unbekannten und schwer überprüfbaren Modell ohne Lobby in der Forschungslandschaft. Und dennoch gibt es Enthusiasten wie mich, die ihre persönliche Zeit darauf verwenden, seine Arbeiten zu studieren, sie sogar hier auf YouTube darzustellen. Welchen Anlass kann ich dafür haben? Warum kann ich glauben, dass Heim mit seinem Modell der Welt in 6 Dimensionen recht hat, wenn alle Lehrbücher der Physik und alle Professoren oder fast alle Professoren das Gegenteil behaupten? Ich möchte euch 10 Gründe dafür nennen. Grund Nummer 1, die Massenformel. Im Gegensatz zu allen anderen Theorien, die derzeit sozusagen auf dem Markt sind, ist es Heim mit seinem Modell gelungen, die Massen der Elementarteilchen und darüber hinaus, das wird viel zu selten erwähnt, ihre Lebensdauern korrekt zu berechnen. Ich habe diese Massenformel zwar nicht persönlich nachgerechnet, aber ich kenne Leute, die dies getan haben und deren Urteilsvermögen ich vertraue. Dazu kommen die Ergebnisse der Forscher des DESY im Jahre 1980, die die Massenformel programmiert haben und zu ihrer großen Verblüffung feststellen mussten, dass sie stimmt. Sie konnten sich nur nicht die Zeit nehmen, sie mathematisch nachzuvollziehen in allen Details. Grund Nummer 2, die Biophotonen. Heim sagte voraus, dass aus der DNA lebender Zellen eine kohärente Lichtstrahlung kommen müsste und welche Eigenschaften sie haben müsste. Fritz Albert Popp hat Anfang der 70er Jahre genau diese Lichtstrahlung tatsächlich nachgewiesen. Dieser Nachweis liefert eine Bestätigung selbst für sehr kühne und weitgreifende Gedanken, die sich Heim zum Lebensmodell machte. Grund Nummer 3: Es gab keinen Urknall. Nach Burkhard Heim begann das Universum nicht mit einem Urknall, sondern mit einem Ursprung, der Teilung elementarer Flächeneinheiten. Seine Überlegungen zur Kosmologie liefern einen viel einleuchtenderen Ansatz für viele kosmologische Beobachtungen, die heute nur noch widersprüchlich erklärt werden können, wie Rotverschiebung, Gravitationsanomalien, Hintergrundstrahlung, Gammaburst und so weiter. Nummer 4: Anschluss an die Philosophie. Die Heimtheorie steht wie ganz selbstverständlich im Einklang mit fundamentalen philosophischen Konzepten von Aristoteles über Kant bis Husserl und Konrad Martius. Sie stellt keinen Gegensatz zur Erfahrung der geistigen Realität dar, sondern bezieht diese von vornherein mit ein. Die Reflexion über das menschliche Dasein ist quasi in die physikalische Theorie mit eingebaut. Das Weltbild der Mainstream-Physik und Biologie muss dieses immer erst verlegen und mühsam hintenrum hineindeuten und verwickelt sich dabei häufig in Spekulationen und zirkuläre Argumente. Grund Nummer 5: Die Erklärung für das Paranormale. Seit 150 Jahren wird parapsychologische Forschung betrieben, von seriösen und von ihrem Ruf her unzweifelhaften Wissenschaftlern. Die Ergebnisse dazu füllen mittlerweile ganze Bibliotheken. Doch immer noch hat ein Anschluss an eine aufgeklärte Wissenschaft gefehlt mit einem physikalischen Modell. Das wird von der Heimtheorie endlich geliefert und wir können diesen Aspekt der Erfahrung unserer Realität endlich mit einbeziehen in unser Weltbild. Wir müssen es nicht mehr bloß glauben. Grund Nummer 6: Die Befürworter der Theorie überzeugen mich persönlich. Menschen, die sich lange mit Burkhard Heim beschäftigt haben, Dinge nachvollzogen haben, vielleicht sogar nachgerechnet haben, die können darüber mit einem Maß an Gelassenheit und Reflexion berichten, das per se auf mich glaubwürdig und überzeugend wirkt. Es wird das Gefühl transportiert, hier hat jemand viel mehr verstanden, als mit dem Modell, das mir bislang angeboten wurde, möglich ist. Das wirkt auf mich einfach per se überzeugend. Siebtens, die Kritiker der Theorie überzeugen mich im Gegensatz dazu nicht. Fast alle Kritiker, die ich bislang gesehen oder gelesen habe, strahlen eigentlich immer Aggression, Frustration oder Missgunst aus. Die wenigsten Kritiker haben sich überhaupt tief genug mit der Theorie beschäftigt, um sie ernsthaft wissenschaftlich bewerten zu können.
Es bleibt ihnen daher oftmals nichts anderes übrig, als emotional und abwertend zu werden. Wenn ich merke, dass die Argumentation eigentlich polemisch ist oder Heim oder seine Unterstützer persönlich angegriffen werden, dass mit Scheinlogik argumentiert wird, auf Nebenschauplätze ausgewichen oder Teile der Theorie aus dem Zusammenhang gerissen, einzeln falsch verstanden werden, dann stößt mich das ab und es zeigt mir, da ist jemand, der das Ideal wissenschaftlichen Arbeitens nicht verkörpert. Nummer 8. Das Standardmodell überzeugt nicht. Das Standardmodell der Teilchenphysik wird von vielen Physikern im Mainstream als richtig und vor allem als bewiesen dargestellt durch den Nachweis des Higgs-Bosons. Aber das ist vor allem die PR-Darstellung. Viele Physiker finden vernichtende Argumente gegen das Standardmodell und auch gegen die Seriosität dieses angeblichen Higgs-Boson-Nachweises. Und dazu brauchen sie nicht einmal die Heim-Theorie. Auf mich wirkt das Standardmodell wie eine fruchtlose Theorie, die nur an der Oberfläche kratzen kann und sich mit immensem Ressourcenaufwand, nämlich diesen wahnsinnig teuren Teilchenbeschleunigern, in ihr eigenes Gedankengebäude eingemauert hat. Wissenschaftstheoretisch ist sie eine schwache Theorie. Sie braucht 26 Parameter und kann damit nicht einmal annähernd die Konsistenz und Qualität an Voraussagen machen, die die Heim-Theorie mit nur 3 Parametern kann. Es herrscht im Mainstream eher der Konsens, wir haben nichts Besseres als das Standardmodell oder wir kennen nichts anderes. Nun, ich würde sagen, lernt die Heim-Theorie kennen. Das Higgs-Boson kann in der Heim-Theorie übrigens ganz anders und viel einleuchtender erklärt werden. Nummer 9. Das Heim-Modell ist sinnstiftend. Im Mainstream wird uns das Bild eines sinnlosen Universums vermittelt, in dem alle Dinge früher oder später zerfallen und in dem unser Dasein und unser Bewusstsein nichts weiter sind als Abfallprodukte biochemischer Prozesse. Einen tieferen Sinn, einen höheren Sinn oder sogar einen Gott gibt es darin nicht. Die Heim-Theorie ist das Gegenteil davon. Sie zeichnet das Bild eines zusammenhängenden, geordneten Kosmos, in dem die Materie Mittel zum Zweck ist, wie sich die platonischen Ideen des Lebens verwirklichen können und im Bewusstsein intelligenter Geschöpfe selbst erkennen können. Das ist das Universum, in dem ich leben möchte. Und Grund Nummer 10, sie ist eine Philosophie für eine nachhaltige Zukunft. Keine andere Philosophie nämlich als eine solche wird uns ermöglichen, als Zivilisation auf diesem Planeten zu überleben. Wir können keine nachhaltige Zukunft bauen mit einer nachhaltigen Wirtschaft, wenn unserem Handeln keine nachhaltige Metaphysik zugrunde liegt. Alle Appelle von Politikern, Geistlichen, Philosophen, alle guten Absichten sind zum Scheitern verurteilt, wenn sämtliches ethisches Streben gleichzeitig durch die Furcht vor dem endgültigen Tod gelähmt ist und die Mehrheit der Menschen keinen anderen Ausweg sieht, als sich durch Konsum, Drogen oder der exzessiven Befriedigung der Sinne von diesem Schrecken abzulenken. Wir brauchen als Gesellschaft ein höheres, ein zeitgemäßes, spirituelles Ziel, dem wir guten Gewissens vertrauen können und das uns die Sicherheit vermittelt, es geht in unserem Dasein um mehr als nur das Ausleben unserer angstbesetzten biologischen Impulse. Wir müssen glauben können, dass edle Ziele und Ideale eine eigene Realität darstellen. Unsere gesamte Erfahrung, eigentlich die gesamte Menschheitserfahrung, birgt dafür, dass es diese Realität gibt. Das waren meine 10 Top-Gründe, warum mich die Heim-Theorie überzeugt und warum ich mir die Mühe mache, sie hier für euch darzustellen. Wenn euch von diesen Gründen auch einige überzeugen, dann schreibt mir doch euer Voting in die Kommentare. Was ist für euch der überzeugendste Grund pro Heim-Theorie? Wenn ihr andere Gründe habt, die ich vielleicht gar nicht erwähnt habe, die möchte ich natürlich auch gerne kennenlernen. Und ansonsten gilt wie immer, liked und teilt die Videos, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal bei 6 Dimensionen in Farbe.